Wikipedia definiert die Umwegrentabilität folgendermaßen. Unter Umwegrentabilität versteht man den Umstand, dass der indirekte Nutzen einer Großveranstaltung oder einer bedeutenden touristischen, kulturellen oder infrastrukturellen Einrichtung für eine Region Umwegrendite diesen gegebenenfalls insgesamt rentabel macht. Wenn man den Begriff im Internet sucht, wird man neben den Definitionen auch die oft gestellte Frage finden, wie man denn die Umwegrentabilität berechnen kann und bei entsprechenden Beiträgen das immer wieder gleiche Ergebnis vorfinden. Gar nicht. Wir haben hier also einen einerseits völlig unumstrittenen Begriff. Niemand, der sich mit der Ökonomie beschäftigt, wird bestreiten, dass diese Umwegrentabilität existiert. Gleichzeitig handelt es sich um etwas, das nicht genau messbar ist. Das Konzept der Umwegschädlichkeit beschreibt eins zu eins das gleiche Phänomen, eben in Bezug auf Schädlichkeit von Maßnahmen. Dass es Maßnahmen gibt, die schädlich sind, obwohl man die negativen Effekte nicht sofort erkennen oder messen kann, auch das wird niemand ärztlich bestreiten. Was bei den Corona-Maßnahmen auffällt, nur jene, die die Maßnahmen kritisieren, verweisen auf indirekte Schäden, auf schädliche Wirkungen der Maßnahmen, die sich nicht gleich messen oder direkt nachweisen lassen. Befürworter der Maßnahmen ignorieren die. Wie gesagt, ich rede von den indirekten, nicht direkt nachweisbaren Schäden. Die Schäden, die offensichtlich sind, werden auch von den Befürwortern anerkannt. Bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Aber Umwegschäden, großes Schweigen im Walde. Vor Langzeitfolgen für die Gesundheit der Kinder, Kinder, die nicht mehr auf einem Bein stehen oder rückwärts gehen können, psychische Langzeitfolgen, das Entstehen asozialer, herzloser Individuen, zukünftige Faschisten also, da kann ich nur mutmaßen, da mögen sich kompetentere Menschen dazu äußern. Ich möchte in diesem kurzen Video auf eine mögliche Umwegschädlichkeit hinweisen, die ich leider für sehr wahrscheinlich halte. Der Staat hat in den letzten beiden Jahren gezeigt, dass er der Leviathan, das größte aller Monster ist. Dass unsere ach so tollen verfassungsmäßigen Abwehrrechte gegen den Staat innerhalb von Sekunden verschwinden können und niemand da ist, der diese Rechte schützt. Und das ist immerhin die Verfassung, die jetzt systematisch per Verordnung immer wieder ausgesetzt wird. Dass Gesetze, die ja noch unterhalb der Verfassung stehen, von vornherein nichts gelten, war ja eh klar. Wir wissen alle, dass nur jene Gesetze, mit denen man den normalen Bürger gängeln und unterdrücken kann, gelten, alle anderen nicht. Was war die erste Maßnahme der Regierung, als die Pandemie losging? Die gesetzliche Regelung, die Entschädigungsvorschriften nach dem Epidemiegesetz, wurden außer Kraft gesetzt. Seit 1950 war das Gesetz in Kraft. Und kaum kommt der Anwendungsfall, gilt es auch schon nicht mehr. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass es nie wirklich gegolten hat. Wie auch die Verfassung nie wirklich gegolten hat. Demonstrationen wurden verboten, die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger von Politikern erfolgreich sabotiert. Diese Politiker sitzen nicht im Gefängnis, sondern machen weiter, kämpfen weiter sehr effizient und ungestraft gegen die Bürger- und Menschenrechte, sodass eines völlig klar ist. Was auch immer in den letzten Jahrzehnten an Widerstandsgeist gegen staatliche Übergriffe in der Bevölkerung gewachsen war, das wurde gründlich vernichtet. Jedem dürfte inzwischen zumindest tief drin klar sein, wir haben keine Rechte. Widerstand ist zwecklos. Und da haben wir ein Problem. Die nächsten Hitlers und Stalins werden kommen. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Jetzt zur Pandemie. Man geht davon aus, dass ohne Maßnahmen 40 Millionen Menschen weltweit gestorben wären. Quelle in der Beschreibung. Der Maßstab sind also 40 Millionen Menschen. Einige der zukünftigen Stalins und Hitlers wären wohl auch ohne geschwächte Bevölkerung an die Macht gekommen, schon klar. Aber es bleiben jene, die an die Macht kommen, weil die Bevölkerungen im Rahmen dieser Maßnahmen gelernt haben, dass ihre verfassungsmäßigen Rechte nichts wert sind, dass es Schönwetterverfassungen sind, die nur gelten, wenn ohnehin keine Bedrohung da ist und die beim kleinsten Problemchen sofort unwirksam sind. Und natürlich werden diese Hitlers und Stalins KZs und Gulags bauen und dort systematisch Menschen umbringen. Ich weiß schon,
wenn diese neuen Hitlers und Stalins nur Ungeimpfte und Maßnahmenkritiker umbringen. Ist ja nicht so schlimm. Aber wer kann schon vorhersagen, wer das neue Feindbild dieser Monster sein wird, liebe Coronazis, liebe Maßnahmenbefürworter? Die Zukunft ist ungewiss. Der Punkt ist der, ein einziger Stalin, der aufgrund einer Bevölkerung, die staatlichen Übergriffen keinen Widerstand entgegensetzt, an die Macht kommt, das sind locker mal wieder 40 Millionen Tote. Ein weiterer Hitler und ein Stalin, das sind weit mehr als 40 Millionen Tote. Ist es ethisch vertretbar, jetzt 40 Millionen Menschen zu retten und dafür 100 Millionen, 200 Millionen oder noch mehr zukünftige Menschen zu opfern? Ach ja, alles nur Verschwörungstheorie, stimmt's? Wir wissen ja aus der Geschichte, dass so etwas nie vorkommt. Stalin und Hitler waren nur Ausrutscher und die Menschheit ist ja jetzt so viel weiter. Heutzutage käme ja niemand auf die Idee, eine ganze Bevölkerungsgruppe zu diskriminieren, mit dem fadenscheinigen Argument, diese Gruppe sei asozial und rücksichtslos und verdiene es, diskriminiert zu werden. Und zurück zum Videothema, war ja Umwegschädlichkeit. Mein Beispiel ist ein Beispiel genau dafür. Eine Sache, die zweifellos droht, meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich ist. Aber wie es in der Natur der Sache liegt, nicht beweisbar und auch nicht sicher ist. Es kann schließlich auch anders kommen und nicht passieren. Und selbst wenn es genau so eintritt, wie ich befürchte, wird man nie sicher sein, dass ein Massenmord wegen der Corona-Maßnahmen bzw. wegen der wehrlosen Bevölkerung, der jeder Widerstandsgeist gegen staatliche Übergriffe ausgetrieben wurde, stattfinden konnte. Wie gesagt, es ist ja geradezu das Wesen von Umwegrentabilität und Umwegschädlichkeit, dass der direkte Nachweis nicht möglich ist, obwohl der Zusammenhang da ist. Wie so oft in meinen Zukunftsvisionen, wenn sie negativ sind, ich hoffe wirklich, dass ich mich irre. Danke für deine Zeit.